Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe letzte Woche auf Instagram so ein paar Bilder gepostet und ein paar Fragerunden gemacht, was ich so an Videos drehen kann. Und ein paar haben sich gewünscht, also dass ich euch in meinem Alltag mitnehme. Und das werden wir jetzt auch tun. Ich wollte es eigentlich früher abdrehen, aber ich war nämlich letzte Woche erkältet, also ja, es geht mir besser, aber meine Stimme ist ab und zu weg oder Nase verstopft und werdet ihr in diesem Video auch bestimmt merken. Und falls ihr schon hört, was hinter mir dieser Ballon und die Blumen auf sich haben, das werdet ihr auch später erfahren. Ich muss mich jetzt schnell fertig machen. Ich bin eine halbe Stunde später aufgestanden. Because your girl is tired as hell. So, Friends, ich bin fertig. Ja. Ich habe mich heute ein bisschen mehr geschminkt. Ein bisschen. Und ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Was kann ich anziehen? Schauen wir doch mal, ne? Oh. Ich habe mir jetzt was rausgesucht und zwar ziehe ich einfach die beige Hose mit einem Off-Shoulder-Oberteil an. Ich hatte das ja schon mal an. Und mein Bus kommt in 8 Minuten. Das will ich muss mich ganz, ganz, ganz schnell beeilen. So, ich bin jetzt im Laden angekommen. Eigentlich wollte ich meine Chefin überraschen, weil sie hat heute Geburtstag, aber sie war früher da. Die erste Kundin hat abgesagt und das kommt nicht jeden Tag. Deswegen mache ich jetzt meine Haare. Mit welchem Bus bist du denn da dran, Mensch? Ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel aussieht, aber das wird eh platt. Das sieht so schön aus. Wenn ich die für eine Hochzeit so machen wollen würde, würde die schon so aussehen. Wir haben noch nicht Feierabend. Chefin ist schon weg und wir haben noch 20 Minuten. Wisst ihr, was ich mache? Ich klebe Nägel drauf. Übrigens aus, wenn ihr Augenbrauen färbt. Nicht so schön, oder? Wieder was. Ein Fleck einfach. Und ich weiß nicht, wovon das kommt. Wir haben jetzt mein Paket abgeholt. Und ich erinnere mich nur an zwei Sachen. Ich habe vier Teile bestellt. Also das erste Teil. Oh, der Stoff ist voll ekelhaft. Ja, pass mal an, das ist eigentlich voll schön. Dann habe ich ein Kleid bestellt. Das sieht so komisch aus. Das sieht kurz aus. Guck mal. Auf jeden Fall hat das so ein Muster. Aber bitte der Straße folgen. Aber das sieht hier so komisch aus. Ich weiß nicht, ob ich das anziehen würde. Och, Menno, was habe ich da denn gekauft? Dann haben wir ein T-Shirt. Guck mal. Ich mag die Farben voll. So, ja, das ist ein Body. Body. Hallo. Ach, das sind die Träger. So dünn. Ey, das ist voll schön. Ich glaube, das nehme ich mit nach Mallorca. Aber was machst du da?
da wieder für eine Scheiße? Wir sind gerade bei Sosalitos in Dortmund. Leute, wir werden Sosalitos schön essen. Und jetzt gehen wir mit dem Piercing stechen. Ich hatte schon mal ein Piercing. Ich muss nur ein Bild suchen. Das geht auf jeden Fall hier rein und da wieder raus. Und das hat so weh. So sah das aus. Und das war so angeschwollen in dem Moment, wo ich das Foto gemacht habe. Das sah so gut aus. In Wales habe ich mir das stechen lassen. Wir können jetzt losfahren eigentlich. Ja. Ey, wie hübsch ich da war. Mashallah. Ich hoffe so sehr, dass meine Mutter nichts sagt. Oh mein Gott. Ey, in echt sieht das aber viel schöner aus. Ich freue mich bestimmt gleich nach Hause. Aber dafür kriegen wir den von Sunny Sumo Bubble. Sechs sind von unten nach oben, wieso ich von unten essen? Ja. Mit Eis und Erdbeer und Oreo. Ich hab kein Foto gemacht. Ja, du hast dein Eis auch aufgegessen. Gib ich mal kurz dir. Wir haben mittlerweile 8:30. Meine Mom will noch Brot. Also wir gehen jetzt noch Brot kaufen. Und dann fahren wir auch nach Hause. Ich arbeite morgen nämlich bis 8 Uhr. Ja. And that's it. Also, dafür, dass ich heute kein Piercing bekommen habe, stay tuned. Vielleicht bekomme ich es ein anderes Mal. Mit euch gemeinsam natürlich. Und mein Akku geht leer. See you later, Alligator. Die schmecken gut. Gibst du noch ein? So, Leute. Bevor ich jetzt noch schlafen gehe und bevor ich jetzt all das bearbeite, wollte ich nur noch sagen, dass natürlich nicht jeder Tag so bei mir abläuft. Oft komme ich auch von der Arbeit nach Hause, esse was und gehe dann irgendwann schlafen, weil ich bin auch manchmal echt kaputt. Aber heute war ein Tag, wo ich auch viel machen konnte. Also nicht jeder Tag verläuft so, ne? Das ist halt jetzt nur so eine Ausnahme gewesen, sage ich mal. Ich gehe montags zur Schule und von Dienstag bis Samstag arbeite ich. Das ist der Ablauf der Woche. Und das war's natürlich. Ich würde dann mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und das wird wahrscheinlich ein Vlog aus Palma sein. Ich bin zwar nur einen Tag da, aber who cares? Also, dann bis zum nächsten Mal. Adieu.